Hier, Jungs, ich hab euer Heu. Enjoying your breakfast? Schmeckt das Frühstück? Dein Salat ist 1A, er schmeckt Ihnen. Oh, gut. Das ist unsere Big Mama, ein weiblicher Kurzkamm-Leguan. Die Tiere haben wunderschöne Farben. Die Weibchen sind grün und die Männchen sind grün mit Streifen. Du hast schöne Augen. Ich habe sie lieber als sie mich, fürchte ich. Kurzkamm-Leguane sind von den Fidschi-Inseln und sind eine gefährdete Tierart. Hi, Jungs. Lasst es euch schmecken. Mit 18 gezüchteten Kurzkamm-Leguanen sind wir sehr erfolgreich. Wenn man bedenkt, dass es insgesamt nur 59 in den USA gibt, ist das beachtlich. Unser Pärchen war so erfolgreich, dass wir die Bremse ziehen mussten. Sie gehen jetzt in den Ruhestand in einem anderen Zoo in Texas. Wir kriegen ein neues Pärchen, um die genetische Vielfalt zu gewährleisten und sie weiter erfolgreich zu vermehren. Zeit für einen Gesundheitscheck. Heute machen wir die Vorsorgeuntersuchung der Kurzkamm-Leguane, bevor sie verschickt werden. Perfekt. Nico, hier ein paar Leguane für dich. Sie sollen gesund sein, wenn sie in ihr neues Zuhause kommen. Oh, ich weiß, du siehst gut aus. So, Mel. Die körperliche Verfassung des Männchens ist sehr gut. Sein Schwanz ist schön dick. Die Augen sehen auch gut aus. Ich umwickle seinen Kopf mit einer Mullbinde, dann entspannt er sich. Leguane werden ruhig, wenn man ihnen die Augen verdeckt. Ich bin zufrieden. Das Männchen sieht normal aus. Seine Röntgenaufnahmen sehen gut aus. Er ist bereit für die Reise. Ein ganz tolles Exemplar. Der nächste. Das ist das Weibchen. Sie hat keine Streifen. Sie sieht ein bisschen rund aus. Vielleicht ist sie trächtig. Ah, die Möglichkeit besteht immer. Das Weibchen könnte um diese Jahreszeit Eier entwickeln. Das Problem ist, dass wir sie nicht verschicken wollen, wenn sie Eier hat. Perfekt. Hat sie nur viel gefuttert oder hat sie Eier drin? Ich kann nichts Eindeutiges sehen. Ich weiß nicht, ob das Eier sind. Nehmen wir Blut ab. Wir schauen uns ihre Kalziumwerte an. Ein hoher Kalziumwert weist darauf hin, dass sie Eier entwickelt. Jetzt müssen nur noch die Blutwerte okay sein. Hey, bitteschön. Wann wissen wir, ob wir sie losschicken können? In 48 Stunden, denke ich. Okay.